Dieter Fischer, geboren am 31. März 1971 in Freising, ist ein deutscher Theater- und Fernsehschauspieler, dessen Leben voller Tragödien, Freuden, Sorgen und beruflicher Höhen und Tiefen ist. Dieter Fischer begann seine Theaterkarriere 1999 in Landshut und tritt seit 2005 regelmäßig im Comedy-Stadion auf. Den Höhepunkt seiner Karriere erreichte er mit der Hauptrolle in der Fernsehserie Die Rosenheim Cops ab 2007, zunächst mit nur wenigen Gastauftritten, ab 2011 übernahm er jedoch die Hauptrolle des Kriminalhauptkommissars Anton Stadler. Dies ist einer der größten Erfolge seiner Karriere und hat ihm geholfen, einen tiefen Eindruck in den Herzen des Publikums zu hinterlassen. Allerdings verlief Dieters Leben nicht ohne Schwierigkeiten und Misserfolge. Er musste in seinem persönlichen und beruflichen Leben viele Herausforderungen meistern. Nebenrollen in Fernsehdramen brachten ihm nicht den erwarteten Ruhm, doch er gab nie auf und versuchte stets, alle Hindernisse zu überwinden. Ein großer Wendepunkt in seiner Karriere war die Übernahme der Hauptrolle durch Franz Xaver Bogner in der Fernsehserie Der Kaiser von Schexing. In diesem Film spielt er Andreas Kaiser, einen Bürgermeister der fiktiven bayerischen Gemeinde Schexing. In dieser Rolle stellte er sein vielfältiges schauspielerisches Talent unter Beweis, da er einen eher barocken Bürgermeister spielte, der die kleinlichen Machenschaften des Verwaltungspersonals souverän für seine eigenen Ideen nutzt. Dieters Liebesleben und Ehe sind nicht weniger kompliziert. Obwohl er viele Schwierigkeiten hatte, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, bewahrte er sich die Liebe und Unterstützung seiner Lieben. Die Familie war in allen schwierigen Zeiten immer seine größte Quelle der Ermutigung. Dieter Fischer hat in seinem Leben viele Freuden und Sorgen erlebt, doch Ausdauer und Leidenschaft haben ihm geholfen, alle Herausforderungen zu meistern und in seiner Schauspielkarriere viele Erfolge zu erzielen. Er setzte sich stets hohe Ziele und strebte ständig danach, sich weiterzuentwickeln, um zu einem der beliebtesten und angesehensten Schauspieler der deutschen Unterhaltungsindustrie zu werden. Das Leben von Dieter Fischer ist weiterhin von Erfolgen und neuen Herausforderungen geprägt. Nach seiner prominenten Rolle in Der Kaiser von Schexing wirkte er weiterhin in vielen verschiedenen Projekten vom Theater bis zum Fernsehen mit und stellte sein Talent und seine Vielseitigkeit unter Beweis. Seine Rollen brachten dem Publikum nicht nur Lachen und Freude, sondern verhalfen ihm auch zum Aufbau einer soliden und prestigeträchtigen Karriere in der Unterhaltungsindustrie. Die Schwierigkeiten, auf die er stieß, waren nicht nur auf den beruflichen Wettbewerb zurückzuführen, sondern auch auf persönliche Herausforderungen. Ruhm geht manchmal mit Druck und großen Erwartungen einher, aber Dieter weiß immer, wie er bei guter Laune bleibt und nicht zulässt, dass dieser Druck sein Leben und seine Arbeit beeinträchtigt. Er findet immer einen Weg, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen, indem er Zeit mit seiner Familie und seinen Lieben verbringt. Emotional hat Dieter Fischer viele Emotionen erlebt. Seine Beziehungen beinhalten viele Freuden und Sorgen, aber er lernt immer, seine Liebe zu schätzen und zu schützen. Die Unterstützung von Familie und Freunden war eine große Quelle der Ermutigung und half ihm, die schwierigsten Zeiten seines Lebens zu meistern. In den letzten Jahren hat Dieter ständig nach neuen Möglichkeiten gesucht, sich weiterzuentwickeln und seinen Einfluss in der Unterhaltungsbranche auszubauen. Er beteiligt sich an Wohltätigkeitsprojekten und trägt dazu bei, benachteiligten Menschen Freude und Unterstützung zu bringen. Für ihn wird Erfolg nicht nur an Reputation und Karriere gemessen, sondern auch an positiven Beiträgen für die Gemeinschaft. Dieter Fischer erobert weiterhin das Publikum mit seinen emotionalen und ehrlichen Rollen. Er setzt sich immer neue Ziele und strebt ständig danach, diese zu erreichen.
Mit Beharrlichkeit und Leidenschaft baute er eine beeindruckende Karriere und ein glückliches Familienleben auf und wurde für viele Menschen innerhalb und außerhalb der Unterhaltungsbranche zu einem leuchtenden Vorbild. Rückblickend auf sein Leben voller Höhen und Tiefen ist Dieter Fischer stets stolz auf das Erreichte und die wertvollen Lehren, die er daraus gezogen hat. Er glaubt, dass jede Schwierigkeit und Herausforderung eine Chance ist, zu wachsen und sich zu verbessern. Und mit dieser Überzeugung treibt er seine Karriere und sein Leben weiter voran und bringt Millionen von Zuschauern Freude und Inspiration. Dieter Fischer zeichnet sich nicht nur durch seine Schauspielkarriere aus, sondern ist auch ein Familienmensch, für den die Liebe und Fürsorge für seine Lieben stets an erster Stelle steht. Sein Familienleben war voller Freude, aber auch nicht ohne Herausforderungen. Trotz seiner geschäftigen Arbeit versucht er immer, Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern zu verbringen und ein warmes und glückliches familiäres Umfeld zu schaffen. Im Laufe der Jahre hat Dieter schwierige Zeiten durchgemacht, aber seine Familie hat ihm immer die Kraft gegeben, durchzukommen. Seine Frau, die ihm stets zur Seite stand, war die größte Quelle der Ermutigung und des Trostes. Momente mit seiner Familie helfen ihm, das Gleichgewicht zu bewahren und sich weiterhin seine... Wo die Korrelation Punkt 60 sogar ist, zwischen Abiturnote und Studienleistung. Und wir haben hier noch, ich habe nochmal, man ist ja auch ein bisschen narzisstisch, wir haben noch eine eigene Studie hier mitgebracht, wo wir uns für das Studienfach Psychologie angeschaut haben, wie hoch die Studienleistung mit der Abiturnote zusammenhängen. Sie sehen, die Korrelation ist hier Punkt 40, auch deutlich positiv. Also auch wieder, wer ein gutes Abitur macht, von dem können wir ausgehen oder von der können wir ausgehen, dass sie auch erfolgreich studieren wird. Das Ganze setzt sich fort, auch international, hier in der etwas neuere Meta-Analyse. Highschool GPA ist nichts anderes als Abiturnote. Auch dort wieder zusammen auch noch mit weiteren Tests, Studierfähigkeitstests, werden sehr gut die Hochschulleistungen vorhergesagt. Den Rest überspringe ich mal aus Zeitgründen und zeige Ihnen noch eine sehr übersichtliche Grafik, die einfach verständlich ist. Was haben wir hier gemacht? Das ist aus der eigenen Studie. Was wir hier gemacht haben, ist, wir hatten Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Psychologie. Diese Bewerberinnen und Bewerber mussten eine Vielzahl von Studierfähigkeitstests durchführen, also unter anderem Intelligenztests, das sind die hier oben, dann Wissenstests, hier drei Schulleistungstests, Mathematik, Englisch, Biologie, und wir hatten die Abiturnote, HZB ist Hochschulzugangsberechtigung, Note, und wir wollten wissen, ob wir mit der Abiturnote und fachspezifischen Leistungstests die Studienleistung vorhersagen können. Also wieder in dem Sinne, wer hohe voruniversitäre Leistung aufweist, wer besonders intelligent ist und eine Bombenabiturnote hat, der wird hohe Studienleistung bringen. Wir haben das dann zusammengefasst, diese Variablen zu zwei Komplexen. Zunächst einmal, der eine Komplex war sowas wie Intelligenz und der zweite war Wissen. Also im Wissen gingen dann auch diese Wissenstests natürlich, in diesen Wissensfaktor oder Wissenskomplex gingen die Wissenstests ein. Die Abiturnote ging da ein, während in diesen Intelligenzteil gingen im Wesentlichen die Intelligenztests ein und ein bisschen auch die Abiturnote. Also Intelligenz korreliert auch durchaus mit den Abiturleistungen. Dahingehend, je höher die Intelligenz, desto besser die Abiturleistung. Und wir sehen sehr schön, das sind dann diese Pfade hier, diese Koeffizienten können maximal 1 werden, also nicht in der Summe, sondern jeder für sich. Wir sehen sehr schön, dass die Wissensanteile, die voruniversitären Wissensanteile, prädiktiver insgesamt sind für die Studienleistung als die Intelligenzleistung. Das heißt, das, was man voruniversitär gelernt hat, wenn man viel gelernt hat, befähigt einen das auch, im Studium erfolgreich zu agieren. Und wichtige Botschaft, es schlägt die Intelligenz.